Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Es ist Montag und da habe ich Ihnen ein Versprechen mitgebracht. Keines, das uns manche geben, obwohl sie vorher schon wissen, dass sie es gar nicht halten können. Beim Propheten Jesaja im 54. Kapitel ist es überliefert, aufgeschrieben in unserer Bibel im Ersten Testament. Jesaja, den kennen in Hannover, in der Welt alle, die an Gott glauben, an den einen und einzigen Gott, der so viele Namen hat wie Adonai, Allah oder eben Gott. Denn er ist ein und derselbe Gott und unser aller Schöpfer. Darum trage ich heute auch diese an Farben reiche Stola, in der Sie vielleicht auch Ihre Farbe finden, die zu Ihrer Religion, Ihrem Glauben gehört. Grün für den Islam, blau für das Judentum, das leichte rosa-violett zu unserer Passionszeit. Aber nun zum Versprechen. Da heißt es, Berge mögen wohl weichen und Hügel wanken, aber meine Treue wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht Gott in tiefer Liebe. Der Prophet bringt seinem Volk dieses Versprechen Gottes. Dabei hat er Jerusalem vor Augen, im Krieg zerstört. Und er spricht zu den Judäern, die nach Babylon in die Verbannung verschleppt wurden. Sie sollen zurückkehren und Jerusalem wieder mit Leben erfüllen. Und schöner soll es werden als zuvor und noch schöner, als man sich das heute zu denken vermag. Gottes Volk macht der Prophet dieses Versprechen und damit heute mir und Ihnen. Dabei, wir sind nicht verschleppt worden und doch sind wir in einer Art Gefangenschaft. Wir können und sollen nicht in unsere Stadt. Deren Straßen sind leer, deren Geschäfte geschlossen, Rollläden heruntergelassen und mehr als 10 Menschen dürfen nicht zusammenstehen. Museen, Kinos, die Oper, Kirchen, Moscheen und Synagogen sind geschlossen, leer. Ja, wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, der vielen Menschen Angst macht und von denen leider viele einen Grund dazu haben. Haben sie doch ihr Einkommen verloren, wissen nicht, ob und wie es ein Ende nehmen wird mit dieser Krise. Ich kann verstehen, nachempfinden, dass und wenn Menschen an diesem Versprechen Gottes zweifeln. Und, ganz ehrlich, auch ich bin wohl nicht frei von diesen Zweifeln. Eine kleine Weile habe ich dich verlassen, lässt Gott Jesaja vor seinem Versprechen sagen. Nur dieser kleine Augenblick, diese kurze Weile, sie kann sich für mich, für uns anfühlen wie eine Ewigkeit und schier unerträglich werden. Und dabei ist mir doch irgendwie, als wenn Gott selber diese starke Spannung zwischen dem einen und dem anderen in sich auszuhalten, zu ertragen hat. Dieser Spannung zwischen seiner Traurigkeit mit uns und seiner Liebe zu uns. Als wenn auch Gott die Frage bedrängt, wie Menschen schwere Zeiten durchstehen und schließlich überstehen können. Wie sie Krisen ihres persönlichen Lebens
in der Gesellschaft aushalten und zu bewältigen vermögen. Corona steht da für mich, für diese Krise, diese Grenzsituation, in der es nicht mehr allein damit getan ist, die eigenen und gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln und die Reserven aufzubieten. Darum eine wichtigere Erkenntnis für unser Leben als die, dass wir einen Schöpfer haben und seine Geschöpfe sind, die gibt es für mich nicht. Nur als bloße Theorie, da taucht sie wenig. Sie muss mir unter die Haut gehen, mich existenziell bestimmen. Was diese Krisen nun im Einzelnen von Gott her zu bedeuten haben, ob sie einen Sinn ergeben? Meinen Augen, meinen Gedanken und meinem Wissen bleibt das verschlossen. Die konkreten Umstände vermag ich nicht zu deuten. Aber es könnte doch sein, dass sie mich daran erinnern, dass ich nicht mehr bin als ein Geschöpf Gottes, aber zugleich eben auch nicht weniger. Darum bin ich mir sicher, verliert Jesaja auch kein Wort über die Schuld, für die Menschen nun zu büßen hätten. Nein, Schuld steht wahrlich nicht zwischen uns Menschen und unserem Gott. Darum wage ich es heute, vielleicht hoffentlich wagen Sie es mit mir, einfach zu glauben, dass Gott, Allah, Adonai, in tiefer Liebe für uns offen ist, trotz allem, was wir erleben und durchzustehen haben. Übrigens, die Verbannten in Babylon konnten zurück in ihre Stadt und Heimat kehren. Shalom, Salam, der Friede Gottes sei mit euch, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Amen.